Moin liebe Videospielfreunde und willkommen zurück zu meinem Let's Play von GameDev Tycoon. Dem Let's Play, in dem ihr eure Spielevorschläge in die Kommentare schreiben könnt und wir sie dann in-game umsetzen. So, wir haben das letzte Mal immerhin 0,1 Million plus gemacht, haben Ghost Town ein bisschen verkackt. Das lag aber einfach an vielen negativen Gegebenheiten. Und außerdem haben wir noch ein weiteres Spiel entwickelt, und zwar Power Tower Defense natürlich. Auf dem Gameling kam nicht so gut an, wegen dem Militärstrategie auf dem Gameling. Ja, die Übereinstimmung hat nicht so ganz gepasst. Wir wollen heute uns mal mit Fortsetzungen auseinandersetzen. Denn wir haben noch keine neuen Vorschläge bekommen, jetzt zum derzeitigen Aufnahmestand. Deswegen werden wir einfach mal ein bisschen was umsetzen und hoffen, dass es diesmal besser wird. So, was können wir denn mal... Wir hatten doch schon einiges gemacht, wo wir auch Fortsetzungen hätten machen können. Wir haben ja schon... wo ist es denn? Ghost Detective Day 3 ist schon raus, war mega kacke. Time Trouble Stone Age war auf jeden Fall ein Spiel, was wir noch weitermachen wollen. Wie wäre es mit Time Trouble... Wie hieß denn das alte? Das erste. Time Trouble... Wo ist denn das? Das ist doch eine Fortsetzung schon, oder? Time Trouble ist doch schon... War das Stone Age nicht schon eine Fortsetzung? War es nicht. Dann machen wir davon eine Fortsetzung. Und machen daraus Time Trouble Mid-Age. Heißt das so? Oder heißt das so? Hä? Mid-Age? Oder wir machen einfach... Wir machen was Neues, bevor ich mich verschreibe und es sieht echt kacke aus. Machen wir daraus Time Trouble Future. Richtig kreativ auch. Okay, ist eine großartige Kombination. Das können wir ja lassen. Wir machen das auf der Play System 2 mit unserer Engine. Und entwickeln mal. Heute hat Nvento eine neue Handheld-Konsole namens Nvento GS angekündigt. Er hat zwei Bildschirme, einer davon ein Touchscreen und verspricht ein einzigartiges Gameplay. Nvento bemüht sich seit dem TES64 seine führende Marktposition zurückzugewinnen, hat aber immer noch eine starke Position auf dem Markt der Handheld-Spielkonsolen. Der Nvento GS scheint diese Position zu stärken und sorgt für frischen Wind auf dem stagnierten Markt der Handheld-Konsolen. Die Spielkonsole erscheint nächsten Monat. Ja, cool, dann haben wir den... Jetzt geht meine Stimme echt zur Neige. Da haben wir den Nintendo DS in GameDev Tycoon. Ich muss da eben aushusten, Moment. So, ich glaube, das geht jetzt wieder. Okay, Time Trouble Future braucht bestimmt ein bisschen mehr Story. Ach, wieso haben wir hier eigentlich noch nichts, dass wir... So, wir brauchen einfach alles. Weil wir nicht wissen, was gut und was schlecht ist. Versuchen wir es mal. Oh, Fonny hat angekündigt, im Laufe des nächsten Jahres seine neue Handheld Portable Play System, kurz PPS, auf den Markt zu bringen. Medienanalysten spekulieren, dass die angekündigte von Verkaufsstart des Nintendo GS ablenken soll. Das ist die Ankündigung. Aber, PSP war ja an sich eine coole Idee, aber irgendwie wurde die PSP doch letztendlich nur dafür verwendet, um alte PlayStation 1-Spiele auf der PSP zu spielen, oder? Also ich... Das war so der gängigste. So richtig eigene Spiele sind da keine so richtig guten bei rausgekommen, oder? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, während der Nvento GS auf einen innovativen Doppelbildschirm setzt, nutzt die PPS nur einen einzigen Bildschirm und konzentriert sich darauf, Spieleentwicklern eine wesentlich stärkere Hardware zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist halt typisch. Typisch Sony. So. Dialoge brauchen wir bestimmt auch. Level-Design, künstlich... Wieso haben wir eigentlich hier nichts, wo irgendwie plus, plus, minus, minus steht? Heute wurde die neue Plattform GS von Nvento veröffentlicht. Damit haben wir einen neuen Handheld. Das wird den Gameling bald vom Markt schmeißen. Komm. Und raus damit. Verteilen ganz gut Designpunkte gerade. Ghost Town wurde vom Markt genommen. Es wurden 92.000 Einheiten verkauft und 1 Million Umsatz gemacht. Na, immerhin.
So, Bugs sind raus. Nicht ganz. Ich habe einen Bug drin gelassen. Ich Profi. Wir haben einen neuen Rekord im Design. Zwei Levelaufstiege. Und wir veröffentlichen mal. Und wollen dann mal fix einen Spielbericht erstellen. Oh, oh, oh. Time Travel Future. Mein neuer Favorit von der Star Games. Kann die Fortsetzung kaum erwarten von der Inform Gamer. Eine herausragende Leistung von der Game Hero. Und fantastisch von der All Games. Jawohl, wir haben mal ein richtig krasses Spiel entwickelt. Ist nur eine Fortsetzung, aber es ist ein richtig krasses Spiel geworden. Geiles Teil. Echt cool. Freut mich. Kann ich dich eigentlich in die Lobe schicken? Schon vorweg, sodass du dann auf jeden Fall fit bist. Dialoge scheinen für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Level-Design scheint nicht wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstellung ist okay. Und Plattform-Zielgruppen-Übereinstellung war großartig. Gamepad Empire hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels Time Trouble Stone Age veröffentlicht. Das neueste Spiel der Caesar-Serie heißt Time Trouble Future und wurde mit hervorragenden Bewertungen am Markt angenommen. Kritiker lobten, dass Time Trouble Future eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. Ja, ich hoffe, das bringt uns richtig Kohle ein. Wir werden noch eine andere Fortsetzung machen. Hier, World Will Die Again. Da hatten wir ja schon mal eine Fortsetzung gemacht. Wir wollen noch einen dritten. Also das ist ja schon eine Fortsetzung. Und deswegen werden wir jetzt noch eine Fortsetzung machen und damit das Ganze abschließen. World Will Die a Last Time. So. Wir sind nicht groß genug, um eine große Entwicklung zu machen. Das ist ein bisschen schade. Macht aber nicht so viel. Action-Adventure. Post-apokalyptisch, machen wir es nur auf Action. Wir lassen es nur auf Action, das war eigentlich ganz gut. Hier auf dem PlaySystem 2 mit unserer tollen neuen Engine und hauen da mal was raus. So, da wissen wir schon ein bisschen mehr. Wir können Engine reinkloppen, Gameplay ein bisschen und Story Quest relativ wenig. Dafür können wir dann auch die beiden rausnehmen. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Time Trouble Future, welches vor kurzem von Gamepad Empire veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Ein Umsatz ist hier in dem Fall falsch. Das heißt doch eher, es wurden 500 Einheiten verkauft. Ne? Also wir haben nicht 500.000 Umsatz gemacht, sondern wir haben so viele Einheiten verkauft. Los, Gamepad Empire, gut gemacht. Danke. So, jetzt will World Will Die a Last Time. Time Trouble Future, das neueste Spiel von Gamepad Empire, hat einen Sturm an guten Bewertungen und begeisterten Kunden entfacht. Branchenexperten halten Time Trouble Future für eines der seltenen Spiele, die einen neuen Qualitätsstandard für die zukünftige Entwicklung setzen. Oh, wir werden ja richtig hier gelobt. Guck mal, wir haben 5,8 Millionen schon wieder. Wie es aussieht, hat Gamepad Empire mit Time Trouble Future Spielgeschichte geschrieben. Gut gemacht. Oh, geil. So, künstliche Intelligenz brauchen wir bestimmt mehr als Level-Design. Dialoge brauchen wir gar nicht. Dialoge können wir dann auch rausnehmen. Okay. So, Spielwelt-Design brauchen wir nicht. Grafik und Sound können gleichzeitig hoch. Dafür machen wir hier Open World, lassen wir drin. Tag-Nacht-Zyklus lassen wir auf jeden Fall auch drin. Detaillierte Hintergrundgeschichte nicht. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Time Trouble Future, welches vor kurzem von Gamepad Empire veröffentlicht wurde, 1 Million Mal verkauft wurde. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Platinum-Status erreicht. Wir fragen uns, wie viele noch verkauft werden. Ja, wir auch. Ist cool. Gefällt mir. So, die Bugs entfernen. Und die Dreamcast wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Neuer Rekord in der Forschung. Nee, in der. Wie heißt es denn? Technologie. Neue Forschung verfügbar. Grundlegende Physik, Cloud-Spielstände und Mod-Support. Cool. Wir können wieder so viel erforschen. Das ist echt unglaublich. So, du erforscht vielleicht direkt mal. Was haben wir denn da? Hier. Cloud-Spielstände finde ich kacke. Das weiß ich nicht. Das ist echt doof.
Wir haben vorher schon mal ein neues Thema. Was haben wir denn noch? Jagd können wir nochmal machen. Weil ihr braucht ja Ideen, also ihr braucht Möglichkeiten, Ideen zu posten. Jetzt kommt die nächste Kritik für World Will Die A Last Time. 8. Ihr Schwerpunkt auf Grafik tat dem Spiel sehr gut. Von der Stargames. 7. Wunderschön von der Informed Gamer. 7. Gutes Spiel von der Game Hero. Und eine 7. Unterhaltsam von der All Games. Doch ganz okay. Freut mich, dass wir uns da mit dem letzten Spiel mit Time Trouble Future ein bisschen aus der Bredouille geholt haben und haben jetzt 10 Millionen am Start, am Stissel. Time Trouble Future wurde vom Markt genommen. Es wurden 1.275.000 Einheiten verkauft und fast 9 Millionen Umsatz erzielt. Geile Sache. Level Design scheint sehr wichtig zu sein und erwachsene PlayStation 2 ist okay. So, wir erforschen noch neue Themen. Ihr braucht unbedingt Vorschläge. Film. Gamepad Empire hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spieles World Will Die Again veröffentlicht. Das neueste Spiel dieser Serie heißt World Will Die A Last Time und wurde mit großartigen Bewertungen am Markt angenommen. Kritiker lobten, dass World Will Die A Last Time eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. Ja, danke, danke, danke. Forschung. Neues Thema. Wie wäre es mit Musik? Das ist auch ein Thema, was im Videospiel einfach nicht fehlen kann. Wie geil sind einfach Musikspiele wie Guitar Hero, SingStar und ähnliche Konsorten. Finde ich gut. Musik gehört dazu. So. Die Dreamcast wird nicht mehr unterstützt. Wir haben 2 neue Themen fertiggestellt. Und was können wir denn noch machen? Haben wir schon eigentlich genug, um eine neue Engine zu erstellen? Eigene Engine erstellen. 3D-Grafik brauchen wir nicht mehr. Videowiedergabe wäre drin. Dialogbaum wäre drin. Easter Eggs wäre drin. Das sind die einzigen Sachen, die drin sind. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Da warten wir am besten noch. Wir sollten aber vielleicht mal überlegen, jetzt einen dritten Mann einzustellen, damit wir damit wir auch große Spiele machen können. Das wäre ganz sinnvoll, oder? Wir haben jetzt eine Grafikerin dabei. Dann suchen wir jetzt noch jemanden, der programmieren kann. Wieder mit mega viel Budget. Diesmal haben wir ja noch mehr als vorher. Also, dann können wir mittelgroße Spiele erstellen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dann können wir nochmal richtig einen raushauen. Und nicht so verkacken wie bei dem letzten Mal mit Ghost Town. Der Gameling wird in 2 Monaten vom Markt genommen. So. Wir haben James D. Margitti oder so ähnlich. Der hat 280 Technologie, möchte 16.000 pro Monat. Wir haben Sharon Sims. Sind die miteinander verwandt? Sharon ist eigentlich ein weiblicher Name, oder? Hat 372 Technologie, möchte 21.000 im Monat. 341 in Technologie, also ein bisschen langsamer, welche auch 21.000. Nicht langsamer, schwächer, ein bisschen schwächer. 374 und hat 17.000 im Monat. Der Andres Lamont. Und der Oscar Poole. Möchte 20.000 im Monat für ein bisschen weniger Technologie. Ich glaube, der André Lamont ist, also unser Franzose, ist der sinnvollste von allen. Der ist relativ zügig, hat gute Forschungspunkte, möchte nur wenig Geld und hat viel Technologieerfahrung. Den nehmen wir. Netter Kerl. Wir müssen den natürlich ein bisschen trainieren lassen, Einarbeitungstraining. Und wir machen auf der Game Convention wieder einen kleinen Messestand. Wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Die junge Dame möchte gerne nicht in den Urlaub. Achso, die machen Einarbeitungstraining. Klar. Wir haben noch 5 Forschungspunkte. Ich würde sagen, um das Ganze einfach nochmal zu toppen, machen wir einfach nochmal eine kleine Fortsetzung von einem Spiel, was wir ewig nicht mehr gesehen haben. Was nehmen wir denn? Empire Wars. Komm, wir nehmen Empire Wars. Das war damals nicht ganz so gut. Stadtstrategie. Ist aber eine großartige Kombination. Jetzt kommt Empire Wars Nummer 2. Kleines Spiel. Für alle. Für Erwachsene. Ja, für Erwachsene.
Ist eher was für Erwachsene, oder? Oder für alle? Ist eher was für Erwachsene. Ist zu komplex für Kinder. So. Strategie ist auf jeden Fall nicht gut hier auf dem Playsystem. Vielleicht machen wir ein Strategiespiel auf der M-Box. Dafür müssen wir eine Lizenz kaufen. Das ist okay. Strategie und Simulation. Ne? So, unsere neuen Engine. 2D-Grafik. So, wir wissen wieder mal nicht, was gut und was schlecht ist. Lassen wir einfach alles auf ein. So, entwickeln wir mal ein bisschen. Auch hier wissen wir wieder nicht, was gut und was schlecht ist. Das ist immer ein bisschen nervig, dann, weil man echt nicht weiß, was man machen soll. Hallo nochmal, ich habe gehört, dass Sie sehr erfolgreich in der Spielebranche sind und angefangen haben, Ihr Team zu erweitern. Ich habe unsere Kundenliste aktualisiert. Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen sind, lassen Sie es mich wissen. Jason. Mittelgroße Aufträge freigeschaltet. Schön. Heute wurde die neue Plattform PPS von Fonny veröffentlicht. Auch gut. Ja. Ich muss diese Aufnahmesession so viel husten, ey. Tut mir auch ein bisschen leid. So, wir haben 111.000 Leute auf unserem Messestand bekommen und haben immer noch nicht die Top 100 geschafft. Und gib ihn. Das wird kein gutes Spiel. Ich sehe es schon kommen. Aber wir wollten einfach mal was zwischenschieben. Der Gameling wird nicht länger unterstützt. Du hast 3 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und 1 Million eingenommen. So, jetzt kommen die Bugs erstmal raus. Und unser André Lamont, unser Franzose, ist noch am Einarbeiten. In beiden Fällen kein neuer Rekord. Wir haben aber Gameplay, Grafik, Sound und wir selbst sind noch ein Level aufgestiegen. Können jetzt Erfolge und Surround Sound auch noch erforschen. Mein Gott, wir forschen, wir können zu viel erforschen. Komm, du gehst in den Urlaub. Wir erforschen aber jetzt erstmal neue Themen. Piraten haben wir dann noch. Und Cyberpunk. Empire Wars, die Spielwertung, die war okay. Katastrophal von der Star Games. Sie sollten nicht mehr auf das Sie sollten sich mehr auf das Technische konzentrieren von Inform Gamer. Nicht kaufen von der Game Hero. Oh Gott. Und ich habe noch immer Albträume von der All Games. Ja, war jetzt nicht so gut, ne? Ja, war nicht so gut. Ist blöd gelaufen, macht aber nichts. Scheiße eigentlich, aber was soll's. Wir können uns jetzt lange drüber abfeiern, aber Empire Wars 2 war kacke. Vielleicht lernen wir aber daraus jetzt ganz viele wichtige Punkte für uns, dass wir beim nächsten Mal besser machen können. Und ihr, Leute, könnt wie immer eure Spielideen in die Kommentare schreiben. Wir setzen sie dann um, wenn möglich. Und ich zeige euch mal fix, was wir noch für Themen zur Verfügung haben. Wir haben immer noch alternative Geschichte, Gesetz, Transport, Romantik, Ninja, Tanz, Mystery, Stadt, Superhelden, Aliens, virtuelles Haustier, Zeitreise, Comedy, Postapokalyptisch, Horror, Gefängnis, Evolution, Cypher, Weltraum, Flugzeug, Hacking, Rhythmus, Werwolf, Fantasy, Rennsport, Jagd, Musik, Piraten, Cyberpunk und Militär. Wir haben die Genres zur Auswahl und können diese Plattformen benutzen, außer dem PC. Schreibt mir eure Spielideen in die Kommentare, das ist wichtig. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld, wir können ein bisschen was entwickeln, wir können uns langsam weiter ausbauen und unser Imperium vorantreiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis denn. Und mal ganz davon abgesehen, dass Stadt und Strategie eine großartige Kombination ist, in Story und Quest nicht sehr wichtig. Strategie und M-Box ist schlecht. Und erwachsene Stadt ist okay. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Und tschö!